Hey ho und herzlich willkommen. Wir machen heute unsere Heldenquest, die ihr aber erst wieder in 20 Tagen habt. Außer sie kommt nochmal zwischendurch, was ich nicht weiß. Und das ist der Grund, wieso ihr euch wirklich an das Dokument halten solltet. Weil gestern war Mittwoch, heute ist Donnerstag. Für euch ist Freitag, ich weiß. Gestern hätten wir theoretisch alle IDs wegmachen können. Heute müssen wir sowohl Garten als auch Mira schlaufen. Was echt blöd ist. Und ich hasse es, dass momentan alles mal ausgeklappt ist. Ich finde das so ätzend. So. Jetzt hier mal alle mal erstmal einklappen. Wir müssen Mirasch gehen, wir müssen Garten gehen und wir müssen halt die typischen Mobs so normal töten. Das heißt, machen wir erstmal Mirasch beide alleine und danach Garten zusammen? Viermal oder nur ein Run? Ein Run, wir müssen 20 Kämpfer töten. Ich weiß nicht, wie viele pro Run sind, deswegen müssen wir mal gucken. Kann ja mal wieder sein, dass das Mirasch auf 2 Tagen oder auf 3 Tage machen. Genau, deswegen lauft jetzt auch nicht Mirasch, also wartet bitte, bis das Dokument komplett eingetragen ist, ja? Das kann sein, dass man Ende der Woche nochmal Mirasch laufen muss. Also wir schauen mal, wie viel Runs notwendig sind. Kann ja nicht aus, wenn sie noch zigtausendmal ändern. Ja, das wäre echt ätzend, aber davon gehe ich nicht aus. So, ich muss 20 Warrior, also Kämpfer, töten. Ich weiß, um echt zu sein, nicht, wie viele pro Run sind. Das auf jeden Fall, wir zählen einfach mit. 1, 2. Also ihr müsst jetzt auch wirklich dann die Mobs töten und nicht durchlaufen. 3, 4. Da unten ist auch einer, das weiß ich. 5. Der da oben ist auch einer. 6. So, das heißt, im ersten Räumchen sind 6 Stück. Das hier können wir wegklappen, das wird sich eh nicht in der Zeit aktualisieren. Dann gehen wir mal hoch. Ich weiß nicht, ob hier stattdessen auch einer von den Kämpfern stehen kann. Das ist ja der EP-Mob. Der kaum EP gibt. Okay. Also wenn du wir sind bei 6. Nein. Kann nicht. Was ist der Ersatz von dem? Boah, keiner. Der steht immer da. Okay. Denk dran, der Elite-Typ sollte eigentlich nicht zählen, der jetzt hier war. Nur die normalen, also laut Beschreibung der, ich hasse es, dass wieder aufgeklappt ist, der Quest. Ja, nur die normalen. Das heißt, ich bin immer auch bei 6. Aber jetzt kommt gleich der Bereich, wo sehr, sehr, sehr viele sind. So. 1. Also 6 war ich jetzt, 7, 8, 9, 10, 11. Nummer 12. Wenn der Typ da oben hier steht, dann müsst ihr den da oben töten. Also das, der wechselt sich. Nummer 12 habe ich jetzt. Das war der Kid. Da oben ist Nummer 13. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir genug in einem Run haben. 13 habe ich jetzt. Wir werden es ja gleich mitkriegen. Hier muss ich eh nur die Fetischs töten. Übrigens, ihr müsst an und für sich die ganze Zeit looten. Ich habe nur bei mir mein Loot-Mule aktiviert und muss das halt automatisch machen, weil ich faul bin. Weil ich mich dadurch nicht selber bücken muss. So, wir haben Feuer, Eis und Darkness. Das heißt du. Bei wie vielen war ich? Ich glaube bei 13. Ja. Ja, war bei 13. Zählst du auch bei dir mit? Ja. Okay. Ah, bei 13 war ich schon. Und hier hinten sind... Nee, das hier hinten sind Elite-Typen. Die zählen nicht, die beiden. Sollten nicht zählen. Machen wir so rum. Das ist der 14. Du bist ein Healer, normaler. Ja gut. Wenn ich dich adde, muss ich dich halt eh machen. 14 bin ich bei. Kann halt auch echt sein, dass ihr 2 Runs laufen müsst. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass ihr schaut, wann ihr die Runs machen müsst. Also das Dokument, über das ich sprach, das ist der Link, der unten in der Beschreibung ist. Kann ich euch nur empfehlen, mal kurz anzugucken. Hast du das auch schon schreibgeschützt gemacht? Du hast nur Lesezugriff. Also. Hier hinten sind alles Elite-Typen, das heißt, sind relativ egal. Wobei ich auch hier gleich die Kämpfer töten werde. Einfach, vielleicht klappt das ja trotzdem. Sehen wir, wenn wir Garten gehen, kriegen wir ganz bestimmt noch die Aktualisierung von Mirasch rein. Da gehe ich stark von aus. Ja, ich glaube, in einem Run sind nicht genug. Das heißt, wir werden jetzt gleich Garten gehen. Wenn wir dann immer noch bei wenigen rumgurken, werden wir nochmal Mirasch gehen. Dann könnt ihr sogar einkalkulieren, dass ihr zweimal Mirasch laufen müsst.
Naja gut, letztendlich, wenn wir es auf die Woche betrachten, müsst ihr sowieso alle 4 Runs machen. Und wenn man jetzt innerhalb der Woche nicht nochmal das kriegt, ist das ja auch nicht schlimm. Ich bin bei 14. Vielleicht haben wir sogar schon eine Aktualisierung. Nö. Nee, das ist zu zeitig. Ja, das ja. Ist bei mir steht auch bis 9 Uhr morgens. Also ich weiß nicht, wieso sie es bei der einen Quest dazugezogen haben. Das ist auch wieder ein Elite-Typen. Ich muss mir mal gleich mal nachziehen. Das ist ein Kämpfer. Wir haben 15 Kämpfer pro Instanz, die nicht Elite sind. Wenn die Elite dazuzählen, kann es natürlich sein, dass es aufgeht. Wenn die Elite nicht dazuzählen, müsste zweimal laufen. Wir sehen es gleich, wie es ist. Ja, für uns ist das auch alles Neuland. 15, okay. Bist du auch schon bei der singenden Fischer? Nö, nö, nö. Alter, was bist du für eine lahme Socke? Mach das chillig. Hetzt da nicht durch wie Geistesgestörte. Hä, ich hab gar nicht durchgehetzt, also wirklich nicht. Ja, 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 ja. So, damit habe ich das jetzt quasi fertig, bis auf dass ich halt 5 Leute noch brauche, sehr wahrscheinlich. Ich gebe mal die Instanzquest ab, wo ich nochmal ein bisschen extra China kriege. Ah ja, und dafür bekommt ihr einen legendären PvE-Stein, das heißt, es lohnt sich doch dann die 2 Runs zu machen, ja. Es bringt nichts, sich darüber zu beschweren. Ich habe keine PvE-Steine oder die Heldenquest geben zu wenige. Oder PvP-Steine. Aber dann die Sachen, wo es das gibt, nicht zu tun. Huna, solange du das machst, sag mir Bescheid, wenn du draußen bist, solange mache ich ein paar PvE-Mobs. Okay. Muss ich auch 150 Stück heute machen, das dauert auch schon lange genug. Ja. Obwohl, muss die in Lacrum oder in Wenger machen, das weiß ich jetzt gar nicht, habe ich nicht nachguckt. Stimmt, Lacrum. Ja, Lacrum. Bin gerade in der Zeitphase. Hier in der. Mit den Hexen. Ich wollte schon sagen, wenn du in der ersten Zeitphase bist, dann bist du echt sehr langsam. Ja, nee. Aber was ich halt etwas bescheiden finde, dass man die nicht antappen kann. Man ja, muss immer anklicken. Es ist wirklich ätzend, vor allem für uns, die nicht Klicker sind, ist das so. Ich würde gerne. Ich mache hier auch. Ihr seht es nicht, ja, ich weiß, ich habe kein Tastatur dringend drin, aber ich mache die ganze Zeit mit. Ich mache nur Tab. Und dadurch kriege ich das neue Target ins Target. Meine Maus bewege ich hier gerade nicht, ja. Einfach nur Tab und sobald ich in Range bin, bekomme. Oh Gott, Tom! Bei mir passiert manchmal, dass ich einen Auto-Hit mache und dann denken wir noch, scheiße. Ach du heilige grüne Neune, wer zum Fick ist das? Irgendwelche Lois. Ah, hast du jetzt schon Lois gemacht oder was? Nein. Ich bin auf PvE, ja, fällt mir auf. Nein! Nein, ich will nicht sterben! Ich bin tot. Egal, ich bin Rang 1. Ich dachte, du wirst von Lois gemacht. Ich war auf PvE, ja. Und unvorbereitet. Oben musste quasi immer damit rechnen. Ja, aber doch nicht bei Mirage. Das geht oh, doch. Falsch. Nein, ist okay. Gestern gab es schon 2 interessante Leute, die eingerannt sind und 2 oder 3 mit Luna aufgestanden sind. Ja. Ein gewisser Klatti und ein Jäger. Ich weiß nicht, auf wen du anspielst. Tut mir leid. Okay. Wir müssen mal gleich schauen, ob wir die ganzen Quests mit einmal Garten abgeschlossen kriegen. Wir kriegen auch extrem viele Unterbelohnungen. Der eine war von Endgegner. Wir müssen mich zum Beispiel 80 von diesen Schlitterack, diese Fliegviecher da töten. Könnte sein, dass das wirklich nicht in einem Run schafft geht. War das mit Luna auch stehen mit 6 Stück entfernt? Wir kriegen 6 Stück Equipment Extraction. Das ist doch, wenn man disst, dass man potenziell mehr Seelensteine und so weiter kriegt, ne? Ja. Yeah. Finde ich okay. Kann man machen. Nicht wundern, in der Liste ist nur der PvE-Stein hervorgehoben und wenn man dann entweder unten auf Details oder halt, wenn es der heutige Tag ist, dann wird es links nochmal als Detail geschrieben. Was hast du nochmal gefragt, KP, weil du immer noch nicht darauf reagiert hast. Mit Luna aufstehen, wird es mit 6,5 entfernt oder mit 7,0? Ich weiß gar nicht, tut mir leid. Geht ja. Dann die Aufnahme, Leute? 6,5 oder 7,0 Luna aufstehen entfernt oder nicht? Ich hatte mal einen Livestream gesehen gehabt von Koreanerin.
Ich weiß nicht mehr, ob das 7-0 war oder 6-5. Da war okay. Das nicht mehr mit Luna aufstehen. Ja, es ist nervig, wenn du bist da und kämpfst und kämpfst und die Person steht schon das dritte Mal auf und du denkst einfach so, also langsam gehen mir auch die TP aus. Ja. Und die Skills, weil sie alle auf CT sind. Ja gut, das Problem habe ich nicht so doll. Du, aber raus. Das ist halt schlicht lächerlich. Ja. Du kannst von mir aus zweimal aufstehen, wegen den Items, ne, die du sonst auch hattest. Aber du hast nicht 100% TP und du bist in der fucking Aufstehanimation, wenn du mit Item aufstehst. Und Mana vor allem auch noch teilweise. Ja, und mit Luna, du bist voll, du hast keine Animation dabei, du bist einfach direkt wieder da. Ja, das ist so ätzend. Es ist wirklich schlimm. Ja. Oder was ist besser, wenn du dich... Ich hab doch gesagt, ich bin raus. Achso, ups. Oder was besser wäre, wenn sie die Kosten höher setzen würden. Ja, aber das wird doch jedes Mal, wenn du aufstehst, wird es doch teurer. Ich meine, das erste Mal 50, das zweite Mal 100. Alter, 200. Junge. Das wäre ein bisschen sehr krass. Ey, wer sowas nutzen will, soll auch bluten, finde ich. Ja. Ah ja, Leute, ihr könnt mittlerweile wieder serverübergreifend in Instanzen reingehen, aber ich persönlich würde euch empfehlen, jetzt zumindest erstmal bei den Heldenquests, wir wissen nicht, wobei es buggt, wobei es nicht buggt, bleibt am besten auf dem Server. Da seid ihr auch jetzt solo rein, oder? Wir beide gehen beide rein. Ach, okay. Ich dachte wegen China und so. Ach, was? Das scheiß China ist mir auch so lax. Ja, Sport dir auch mal her. Mir. Jetzt, wo ich Rückkehr gemacht habe, um zu supporten. Ja, hallo, China gespart. War zu, aber den Skill. So, ich habe die Mobs bei mir resettet, um ein bisschen besser Überblick zu haben, wie viele wir schon gemacht haben. Ihr müsst in der Gruppe sein, das heißt, geht nicht solo serverweit. Das könnte sein, dass es dann nicht klappt. So, dann schauen wir mal, was wir alles töten müssen. Ich kappe hier den Scheiß mal ein. Oh, ich habe schon 11, wurden mir schon aktualisiert, okay. Also. Ja, 10 Stück sind bei mir jetzt. 10. Die müssen wir, doch, die müssen wir töten, die da. Aber erstmal hier die Goblins, davon müssen wir 10 Stück. Also 1, 2, 2, 1, 3, 1, den müssen wir nicht töten. Ich schaue jetzt gleich im Chat einfach nach, wie viele wir getötet haben. Ach, von denen kriegen wir auch keine EP. Ich weiß nicht, ob die hier zählen, die hier links sind. Machen wir es so. Wir töten die ganze Instanz und wir schauen am Ende, ob es aktualisiert hat oder nicht. Ja? Das müsste reichen, wenn wir, glaube ich, die ganze Instanz töten. Ah ja, warte. Ja. Wenn wir bei den Schliederak diese kleinen komischen Fliegeviecher sind, werde ich einmal vorher bei mir meine Mob-Kills resetten und schauen, ob wir genug töten. Das wäre ja mal ganz interessant zu wissen, wie viele da sind. Und auch an euch die Empfehlung, geht hier komplett durch, tötet alle Mobs. Ja. Ist besser, als wenn ihr dann am Ende steht und so, oh, ich habe einen Mob vergessen, scheiße. Nochmal zurück. Ja, oder neue ID nehmen. Übrigens, es ist egal, dass Huna auf der anderen Seite ist, die Mobs müssen trotzdem für mich zählen, da braucht ihr keine Angst haben. Ja. Also genauso wie mit der Killquest. Ja, das ist gruppenübergreifend, das heißt, es klappt. Map-übergreifend, ja. Maps-übergreifend teilweise. Teilweise. Da würde ich aber nicht auf mein Wort verwenden. Es könnte auch sein, dass die Quest für ihn gezählt wird, wenn er noch nicht mehr in der Instanz ist. Könnte. Problem wird es nur, wenn die NPCs, die es sind, letzten Hit machen. Ja, aber ich glaube nicht, dass es Last Hit ist. Das Problem hatte ich zum Beispiel in Luna. Als Mobs oder die Kanonen einen netten Hit gemacht hatten. Mhm. Dann für mich nicht gezählt haben. Ja. Nee, aber es könnte auch sein, wenn er jetzt keine ID hätte, dass ich für ihn die Quest abschließen könnte. Könnte sein, dass es funktioniert. Du müsstest einfach mal ein bisschen selber testen. Kommst du zum Auge? Ja, bestimmt würde ich sagen, weil ja, ich glaube nicht, dass auch. Die den Fall gemacht haben, jeder Gruppenmitglieder muss in der Instanz sein. Ist so scheiße, wie die anderen Gruppenquests programmiert sind, ganz bestimmt nicht. Also, das ist ja lächerlich. Ich meine, du bekommst für jeden, der die Garni-Quest macht, die Garni-Quest. Das ist so dumm. Eine Garni abgeben mit 6 Leuten und du hast. 6 Quests. Mal 12. Mal 2, ja, also 12. Ja, mal 2, also 12 Stück.
Sind ja noch mehr von also denen. Ja, du, das wird auf jeden Fall reichen. Machst du zwei gar nicht und bist fertig mit der Quest. Ja. Ich sehe es übrigens grenzwertig, dass wir wieder serverweit rauf können. Ja, weniger PvP. Ja, das ist Vor- und Nachteil, ne? Für die Killquest ist es ein Nachteil. Ja. Und auch so, ich meine, es hatte einen gewissen Spaßfaktor, wenn man zu einer Instanz wollte und halt trotzdem erstmal kämpfen musste. Oder vor allem darauf achten musste, dass die Garni in seiner Farbe ist. Das war ja nicht mal so. Dafür könnte man aber auch Abschaffung schaffen. Als Publisher und Entwickler. Lootbuff. Für Serverweit. Ja. Wenn du in die Instanz reingehst. 10% höhere Dropchance oder sowas. Jo. Oder 20%. Das wäre natürlich etwas, was möglich wäre. Irgendein Flugzeug fliegt hier gerade vorbei, ist ultra laut. Die hier hinten müssen wir gar nicht. Soll ich wieder Transfer dran, ETF? Ja, klar. Hallo? Dass ja, das Cash schließen, du. Immer diese Bonzen. Ja. Die müssen wir hier hinten nicht töten, die zählen nicht. Also, weil es halt nicht die richtigen Mobs sind, könnt ihr ja schauen. Eben auch kein Loot. Ja. XP vielleicht, aber kein Loot. Nee, auch kein EP. Okay. Denkt immer daran, lasst eure EP nicht volllaufen, geht Garnis und dann klickt ihr schön die Kristalle von dem Ding an. Ja, jetzt musst du die Mobs machen. Ich bin geparat, das bin ich. Dann halt ich. Doch, hab ich doch. Na, aber ich wurde vom Angreifen, glaube ich, freigesetzt. Eigentlich nicht. Keine Ahnung. Und dann benutzt ihr immer schön eure Morph-Kristalle, um sie zu tollen Morph-Kristallen. Mit denen könnt ihr nämlich erst craften und deswegen immer niemals die EP mehr volllaufen lassen. Ihr habt so viele Kristalle, wenn ihr gar nichts macht, ihr werdet sie niemals aufbrauchen können. Ihr könnt gar nicht in der Woche so viel EP machen. Also von daher, ja. So, ich resette jetzt hier bei mir meine Mobs. Damit ich sehen kann, wie viele wir hier ungefähr töten, weil es halt wirklich sehr viele von diesen kontaminierten Viechern sind. Also Raubpoll? Ja. Okay. Müssen wir aber eigentlich nicht. Ich meine, wir können es auch Schritt für Schritt töten. Ich meine, wir haben beide keine AOEs, keine wirklichen AOEs. Zwei Stück habe ich. Zwei, na gut, die eine ist gerade auf CD. Und die dritte habe ich nicht gesockelt. Also das hier sind letztendlich die, für die wir dann die PvE-Steine kriegen. Das heißt, hier lohnt es sich jetzt wirklich, sie zu machen. Und er macht das auch schon richtig, er macht einen Raumpull, ich denke mir so, nö, und mach schon mal ein paar einzelne Mobs. Echt, ey. Das ist auch Fluchwolke, also daher, das ist auch ja, eine Aber das ist einmal. Eine umfangreiche. Ein paar, die an der Wand sind, könnt ihr übrigens nicht ziehen. Die hier gehen noch, aber es gibt irgendwo welche, die man irgendwie nicht ziehen kann oder so. Passt auf, dass ihr nicht in die Bomben fliegt, da wird euch die Flügel zugeschossen. Passt auf, dass ihr nicht den Boden berührt, da kriegt ihr ordentlich Damage. Wo bist du überhaupt? Bogen, gerade am Polen. Achso. Ich weiß nicht, ob das nicht zu viele Mobs werden. Ach, ich schaff das sonst auch. Ich muss mich da ein bisschen heilen, ein bisschen sehr viel heilen, aber naja. Mit dir müsste ja um einiges einfacher sein. Ja gut, dann lass mal die Mobs machen, ne? War das schon? Hm. Könnte sein, dass es das schon war. Genau, ist sogar wieder ready. Drei müssen wir übrigens gleich abziehen, weil wir drei hier am Tor töten. Darunter sind zwei von den Mizaris. Wir brauchen ja 15 Stück von denen. Nee, da war nicht gut, dass du die alle gepult hast. Wieso? Kann mir auch Leben ziehen. Ja, aber so oft wie du dir Leben ziehen kannst. Passt schon. Alter, wir sind jetzt schon bei 75 Mobs defeated. Ich glaube, es reicht, wenn ihr einmal einen Raumpull macht. Du hast auch nichts anderes getötet, halt außer die drei Stück, ne? Ja, ich hab nur gepult. Aber es könnte durchaus sein, wir haben jetzt zwei Mobs mehr, als wir brauchen. Es kann aber durchaus sein, weil sie alle so gleichzeitig sterben, dass man sie nicht gerechnet bekommt. Also das kann durchaus passen. Meinst du, bei der Garnis? Ja, wenn ihr... Es kann sein, dass die Aktualisierung nicht hinterherkommt und ein paar verloren gehen. Also... Rechnet damit, dass ihr eventuell einen zweiten Run machen müsst. Ja, weg. Jetzt kommt das Beste immer looten.
Wollen wir noch schauen, ob wir noch weitere Mobs hier haben? So sicherheitshalber. Können wir mal durchgucken, aber glaub nicht. Erstmal loot ich. Du hast eh zu viel China, also sei ruhig. Egal. Muss ich Schermack deaktivieren, fällt mir ein. So. Da vorne sind auf jeden Fall noch welche. Ich glaube, die können aber nicht aus der Wand. Ne? Die können hier nicht raus. Das heißt, die könnt ihr auch nicht angreifen. Vielleicht den unteren? Ne. Ihr seht, ihr könnt die nicht angreifen. Die sind da fest. Die von dort hat Huna alle gezogen. Hier unten sind noch ein paar. Die ich aber auch nicht weiß, ob man sie angreifen kann. Doch, den konnte man angreifen. Okay. Man hier unten sind auch noch die Infected Mesaris, die wir töten müssen. Okay. Ja, das wäre ja wichtig. Übrigens, ihr dürft nicht in das Schwarze. Weil das Schwarze macht euch auch die Flügel zu. Warte, ist da. Ja, doch. So, noch nicht die Mesaris töten. Ich würde da gerne mitzählen. Wir sind bei 2 Stück. Das ist ein Mesaris. Hier waren auch noch 2, die nicht gekillt waren. 3. 4. 5. Ja, leer. Ah, dieser Slow. 6 Mesaris habe ich schon. Also macht ihr auf jeden Fall hier unten, sonst werdet ihr nicht alle kriegen. 7 war das jetzt. Nummer 8. Nummer 9. Also wenn ihr die hier vorne macht, kriegt ihr sie auf jeden Fall voll. 10. Schlichtweg, weil ihr ja später auch noch ein paar habt von denen. Und deswegen passt das dann. Da ist Nummer 11. Also 11 Stück habt ihr allein schon bis jetzt getötet. Das klappt also locker. 11 Stück habe ich. Ich sehe auch jetzt keine mehr. Können wir ja weiter. Dann kommt jetzt der Boss. Und dann kommen nochmal welche von denen. Aber ist schon wichtig, dass ihr alle tötet, ansonsten werdet ihr es wirklich im Run nicht fertig kriegen. Es ist aber auch echt die Frage, wofür geht ihr rein, wenn für euch nur der PvE-Stein das Wichtige ist. Dann reicht es einmal dort Raumpuls zu machen und könnt dann weiter, aber... ich meine, man kann sich Raumpuls auch die maximale... Man kann so sich auch die doch ordentlich China und sterben. Ja, also lohnt sich auch China zu looten, ne? Spart. So, wir waren bei 11. 12. 13. 14. Mhm. Einen brauchen wir noch und der ist auf jeden Fall unten, das weiß ich. 14 ist, also 15, 16, 17. Das heißt, wir haben mehr, als wir brauchen. Was gut ist, lieber zu viele als zu weniger. You can't attack that. 17 sind wir, 18, 19 haben wir dann schon. Die Huna schön schon vorbleibt und zu looten, ne? Ja. Könntest du auch mal hier looten. 19 Stück haben wir jetzt getötet, das und ist viel mehr Mobs, als wir brauchen. Das gibt's echt nicht. Okay. Übrigens, selbst wenn hier Mobs drin sind, wir können dort nicht mehr in den Raum rein. Der ist zu. Ja, die Tür hier kommt. Im Raum waren wir doch gerade. Nee, guck mal hier rein. Das ist der zweite Raum da. Da, wo man den Boden wegmachen musste. Stimmt, das war ja das. So, das heißt, wir sind soweit jetzt fertig. Ich kann ja mal nochmal neu öffnen und schauen, ob ich für Mirage aktualisiert bin. Ja, los, lad die Daten ein bisschen schneller. Lädt sich das bei dir auch gerade nicht? Ja, doch, jetzt, und jetzt da. Fertig. Nee, Mirage spiele ich immer noch bei 11 Leuten. Aber die Sachen, die ich außerhalb von Mirage gemacht habe, habe ich aktualisiert bekommen. Ich habe hier auch schon für hier Aktualisierung, also müssen wir garantiert ein zweites Mal Mirage laufen. Ja. Wir müssen garantiert nochmal Mirage laufen, das heißt, ihr müsst 2 Mirage-Runs machen. Um den Stein zu kriegen, muss ich auch gleich entsprechend in die Liste eintragen. Und am Ende muss man dann 3-mal noch die Woche laufen. Ja. Dann schreibe ich denen und sage, ey Leute, das klappt nicht.
meine, ihr könnt halt nicht Mobs aus dem Nichts zaubern. Und die Quests verlangen eigentlich nicht von euch, dass ihr Luna schmeißt, um häufiger zu gehen. Ja. Jedoch gibt es auch eine Quest, wo ihr 10 Mobs töten müsst. Also 10 Krieger. Das kriegt ihr auf jeden Fall in einem Run hin. Offensichtlicherweise. Ärgerlich. Aber ich meine, ich hatte doch 14 Mobs gezählt und nicht 11. Wie gesagt, vielleicht dauert es noch ein bisschen. Ja, aber die anderen wurden aktualisiert. Wir geben zu, wir haben keine Ahnung, wie das System wirklich funktioniert. Es läuft irgendwie vor sich her und... Er hat viel, viel mehr Kapazitäten. Die HQ ausgeben. Ja. Jetzt um die Uhrzeit geht's ja noch, aber abends... Ich meine, wir machen das gerade um knapp 11 Uhr morgens, seht ihr ja. An einem Donnerstag. Ja, der Tag ist ja relativ egal, aber... Na, Wochenende ist ein bisschen mehr. Ja, aber um die Uhrzeit noch nicht ganz so, aber trotzdem. Das heißt, ja. Eigentlich gibt es gerade nicht so sonderlich viele Leute, die für eine Aktualisierung sorgen. Ja. Ich nehme mir mal die Linke vor. Ich komme mal ein bisschen bei dir mit drauf. Bin fast fertig. Wie viel dein Küken immer macht, ja, ich weiß. War, glaube ich, auch gerade Crit. Daher. Dann bitte mal Python kommen. Da ist er. Ich konnte ihn schon antappen, aber haben noch nicht mal gesehen. Okay. Okay, cool. So, ein bisschen China bekommen. Hat sich ja alles in dem Sinne gelohnt. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch einmal Mirage schaffen. Also ich gehe wirklich davon aus, dass wir Mirage nicht genug haben. Dass die Elite nicht dazu zählen und wir entsprechend nochmal rein müssen. Das heißt, ihr müsst... Hätte ich ja sagen können, dass die Elite... Ja. Und ich weiß aber nicht, ob wir Garten jetzt von den anderen Mobs genug gemacht haben. Das heißt, das müssen wir auch nochmal kontrollieren. Nee. Huna, was hältst du davon, wenn du nicht Mirage gehst, um die Gegenprobe zu haben? Von mir aus, das kann ich machen. Obwohl, ganz ehrlich, Leute, ihr wisst jetzt, was ihr machen müsst, ne? Ihr wisst, ihr müsst doch einmal Mirage gehen. Wer es lustig findet, konnte eben nachsehen, ob ich genug von diesen Garus-Goblin-Dinger da gemacht habe. Wenn ich es passend bearbeite, steht hier auch nochmal, ob es gereicht hat. Oder ob ich irgendwo dann stehen geblieben bin. Das heißt, ihr könnt jetzt hier gucken, oder was? Bei was ich hier war. Ja, ich bin schon eine halbe Stunde dran. Macht doch mal eine Stunde oder zwei Stunden. Ihr seht, ob ich sie fertig gekriegt habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß noch und bis denn.